nicht funktionierende Klimaanlagen und vor allem deren Ortung. Das ist hier unser Thema bei der Firma Leitenberger. Neben mir steht der Martin und der kennt sich damit aus. Hallo Martin, grüß dich. Hallo, grüße Sie. So, wir stehen hier an eurem neuen Messeprodukt sozusagen und wie gesagt, das Thema ist nicht funktionierende Klimaanlagen und deren Ortung. Welches ist die Lösung von Leitenberger zu diesem Thema? Jawohl, also wir haben für exakt dieses Problem unser Klima-Lecksuchgerät entwickelt. Das Gerät arbeitet mit Formiergas oder Stickstoff und kann im Bereich von 10 Minuten bis hin zu 24 Stunden eine Langzeitmessung an der Klimaanlage durchführen. Mittels den verbauten Hoch- und Niederdrucksensoren haben wir die Möglichkeit, unter Realbedingungen sozusagen den Druck in der Klimaanlage zu messen und dort Feinstleckagen im Bereich von 0,01 mm zu detektieren. So, das ist natürlich in der Werkstatt relativ wichtig, weil bei den Klimaanlagen häufig durch diese Feinstleckagen natürlich ein hoher Schaden entstehen kann. Ja, jetzt ist aber auch noch wichtig, das Ganze zu protokollieren. Ne? Sag uns doch da vielleicht noch mal einen Satz zu. Jawohl, also die Protokollierung ist absolut wichtig, weil das natürlich für die Werkstatt ein Nachweis ist, dass wir im Prinzip unsere Prüfung einmal sauber durchgeführt haben. Ne? Das ist insbesondere für Werkstätten relativ interessant, die mit großen Anlagen arbeiten, also sprich mit LKWs oder auch Bussen, da hier natürlich viel mehr Klimagas in dem System vorhanden ist. Und das ist quasi das Protokoll der Protokollierung, kann man sagen? Oder gibt es da noch ein anderes Dokument? Jawohl, also hauptsächlich ist das das Protokoll, das eben dann die exakten Druckwerte im Nieder- und Hochdruckbereich zeigt. Und da kann man dann natürlich auch sehr gut erkennen, wenn wir einen feinen Druckabfall haben und dies dann natürlich für die Suche der Leckage nutzen. Gibt es denn noch weitere Gründe für so eine Dichtigkeitsdruckprüfung? Jawohl, absolut. Und zwar ist es ja mittlerweile nicht mehr gestattet, dass wir die Prüfung mit Kontrastmittel durchführen. Deswegen muss man natürlich ein Alternativgerät einsetzen, das hier unser Klima-Lecksuchgerät ist zum Beispiel. Auch muss man bedenken, dass die Preise für Klimagas in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Das wird auch weiterhin noch weiter ansteigen. In welchem Bereich bewegen wir uns da? Also wie stark in Prozent ist dieser Anstieg gewesen? Also wir haben jetzt, sage ich mal, in den letzten 2 Jahren haben sie ja begonnen mit der Verknappung der Klimagase. Von 100% soll es runtergehen bis auf 10%. Und da sind die Preise, sagen wir mal, um das 3- bis 4-fache mittlerweile schon angestiegen. Und das wird auch weiter noch nach oben steigen. Gut, hat ja auch alles seinen Sinn, sage ich mal. Ne? Aber klar, man muss sich darauf einstellen. Das ist richtig. Und ich sage mal, ja, man muss einfach dieses Thema auch ein bisschen mit offenem Auge betrachten. Weil es geht einerseits um die Klima, es geht um die Gesundheit der Menschen und da sollte man natürlich schon das Richtige in der Werkstatt tun. Schön, dass du das nochmal so gesagt hast, muss ich sagen, denn so ist es ja auch. Großes Thema, was alle Branchen und uns alle betrifft, von daher natürlich auch hier bei euch. Sage mal, gibt es denn noch weitere USPs von diesem Gerät? Jawohl, also das Gerät ist made in Germany, ist so einzigartig auf dem Markt. Wir haben für das Gerät Ersatzteile langzeitlieferbar sozusagen, also das heißt, das Gerät ist lang einsetzbar. Ja, und ja, als weiterer Punkt eben noch, sei mal, es ist relativ kompakt, man hat diesen Ausdruck und kann damit eben dann sauber eine Klimadichtigkeitsprüfung durchführen. Super, also ich finde, es sieht auch ganz überschaubar aus, als würde es jeder ganz einfach bedienen können. Also von daher habt ihr da, glaube ich, ein richtig tolles Gerät am Start. So, jetzt sind wir auf einer Messe, ne? PV Live ist das Thema. Habt ihr ein Messeangebot? Jawohl, haben wir auch eins. Das ist unser Öldruckprüfgerät, das ist aktuell im Messeangebot. Zeig uns das mal eben, wir gehen mal rüber. Komm mal zu mir rüber hier, dreh dich einfach auf zu mir oder so, genau. Da haben wir einmal unser Öldruckprüfgerät, wie gesagt, das aktuelle Messeangebot ist. Ist eigentlich auch ein Werkzeug, das ich in der Werkstatt eigentlich auch tagtäglich benutzen kann, soll und muss. Ne? Super, das hört sich gut an. Ja, wir sind an Stand 126 bei der Firma Leitenberger. Wenn Sie Interesse haben, sich dieses Gerät und natürlich auch alle anderen nochmal anzuschauen, kommen Sie vorbei. Martin, du bist auch noch eine Weile hier natürlich und klärst auf. Ich sage danke und noch eine erfolgreiche PV. Jawohl, ich bedanke mich auch nochmal und wünsche noch allen eine schöne Messe. Ne? Ich auch.